kostet. Womöglich hast du was falsch gemacht. Ja, ganz bestimmt. Es hat irgendwie mit den Amuletten zu tun. Hast du es nicht nochmal probiert? Nein, das eine Mal hat mir gereicht. Dann werde ich es probieren. Ich habe da auch schon eine Idee. Ja, pass nur auf, dass es nicht das Letzte ist, was du ausprobierst. Aber sollst du noch was rausfinden, lass es mich wissen. Naja, gegen eine gute Belohnung. Ja, ja. Bist du bei mir schon mal leer ausgegangen? Du wirst schon was bekommen. Ich habe was zu den Teleportern rausgefunden. Ja, erzähl schon. Das Ding ist... Ich gehe jetzt mal alle durch. Ich habe einen gefunden und wollte durchgehen. Ja und? Als ich näher kam, erschien da ein rotes magisches Feuer und ein Gebrüll, welches direkt aus der Hölle zu kommen schien. Da erzählst du mir nichts Neues, das kenne ich selber. Ich bin in das rote magische Feuer gegangen. Haha, und du hast überlebt? Mann, du hast mehr Glück als Verstand. Oh ja, das gab einen Hieb wie von einem Troll. Ich hatte wirklich Glück. Da erzählst du mir nichts Neues, das kenne ich selber. Das ist alles wegen der Erfahrung wegen, deswegen habe ich ja alles. Ansonsten, wenn ich das jetzt anwähle, dann kann man die anderen nicht mehr anwählen. Die 350 Erfahrungen werden dann verloren. Ich habe es geschafft, ich bin durchgegangen. Was? Wie, du hast es geschafft? Ich bin durch eines der magischen Tore gegangen und bin teleportiert worden. Großartig. Wie hast du das geschafft? Die Amulette spielen da eine wichtige Rolle, sie sind wie ein Schlüssel. Man kann nur mit einem bestimmten Amulett ein bestimmtes Tor des Teleporters benutzen. Und dies scheint auch immer nur zu einem bestimmten Teleporter zu führen. Interessant. Die früheren Bewohner nutzten dies bestimmt, um schnell von einem zum anderen Ort zu gelangen. Bestimmt war es nur Hochgestellten erlaubt, die Amulette zu nutzen. Dann gibt es bestimmt noch mehr von diesen Amuletten. Ja, ganz bestimmt. Wenn du Glück hast, findest du bestimmt noch mehr davon. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Hast du nicht was vergessen? Nein, ich vergesse nie etwas. Nicht? Ein Versuch war es wert. Also, zu deiner Belohnung. Ja. Raus mit der Sprache. Hier. Yeah. Zwei Tränke zur Stärkung und zwei Zaubersprüche sind wohl angemessen. Was? Reicht das nicht? Hat die Gier der Söldner dich angesteckt und deinen Geist verdorben? Warum redet er jetzt so ätzend? Bestimmt nicht, aber ich habe mein Leben riskiert. Unser Leben riskieren wir doch alle hier täglich. Und du willst dir doch unter Berengar die Anerkennung eines wahren Kämpfers verdienen. Ja. Gut. Also pass auf. Die Bauweise der Teleporter lässt darauf schließen, dass es 6 Amulette geben muss, damit man diese Reisetore benutzen kann. 2 habe ich bereits. Besorge mir die restlichen 4. Für das nächste Amulett zahle ich dir 300 Silber. Und für jedes weitere verdoppelt sich die Belohnung. Voll. Belohnung mit K. Das ist ein vielversprechendes Geschäft, oder nicht? Einverstanden. Ich werde die Amulette schon auftreiben. Gut. Aber du solltest sie mir alle beschaffen. Falls es dir wirklich gelingt, die restlichen 4 Amulette zu finden, werde ich mich besonders großzügig zeigen. Und was verstehst du unter Großzügigkeit? Besorg mir diese magischen Schlüssel. Und du hast mein Wort, du wirst es nicht bereuen. Warum redet der auf einmal so? Hier sind die Amulette für die Portale. Ausgezeichnet. Dann lass mal sehen. Sehr gut. Wieder eines der Amulette in meiner Sammlung. Ja, wie abgesprochen, deine Belohnung. Weiter so. Es müssen noch andere dieser Artefakte zu finden sein. Gut,
es aber mal soweit. Jetzt sollte ich aber mal meine Lernpunkte mal investieren. 30 werde ich auf jeden Fall noch behalten. Oh. Moment. Moment, Moment, Moment. Kann ich denn eine neue Rüstung kaufen? Ich wüsste nicht warum, aber... Vor allen Dingen, warum jetzt erst? Ich will eine Rüstung kaufen. Na, dann schau doch mal, ob ich was für dich habe. Beziehungsweise jetzt nochmal. Oh, aber es gibt tatsächlich noch was für mich. Ich nehme die mittlere Söldnerrüstung. Du hast nicht genug Silber. Ach, ganz vergessen. Hallo, ich will mit dir quatschen. Nolven. Okay, lass uns tauschen. Ich will mal gucken, ob der Licht hat. Da hat er Licht. Wenn ich mal Fackeln benutzen möchte, dann das. Die Feuerwallrunde, die brauche ich doch gar nicht. Oder? Gold weg. Da lasse ich mir noch was anderes einfallen. Passt. Aber das reicht natürlich noch nicht an Geld. Wie viel habe ich denn jetzt? Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Sofort speichern. Ich will eine... Nein, dann schau doch. Die Söldnerrüstung. Ich nehme die mittlere Söldnerrüstung. Hier hast du sie. Anderes Schwert angelegt. Aber gut. War noch ein bisschen weiter aufgerüstet, immerhin. Finde ich gut. Sorry. Wollen wir mal gucken, was Fisk so auf Lager hat. Zeig mir deine Bälle. Lass uns lieber über was anderes reden. Wahrscheinlich hast du recht. Ah, Ring der Unbezwingbarkeit. Kann schon sein. Verlass dich auf jemanden und du bist... Ich hab grad das Gefühl, dass jetzt... Nee, sah grad nur so aus. Jetzt hätte er grad neue Inventar dazu gekriegt. Ganze Wertsachen loswerden. Pokal, silberner Ring, goldener Kelch, Silberteller. Alles weg. Warte, das haben wir gleich. Okay. War nicht besonders schlau. Meinst du? Passt. Verlass dich auf ihn. An der Geschichte ist wohl noch was dran. Was passiert? Ich dachte, aber ihm. Lass uns handeln. Naja, der Geldgeile hier, ne? Seine Haut will ich trotzdem. Man kennt mich ja. Früher wäre das Ganze anders gelaufen. Oh, da war ein bisschen viel.
noch haben wir noch was mit 5 Wert. Eine Waldbeere, aber nee. Heiß. Ja, ich bin gerade so richtig still. Entschuldigung. Warum wird das als Zweihandwaffe angezeigt? Wenn ich das als Einhand nehmen kann. Man muss eben aufpassen, kann schon mal sein. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Was hast du anzubieten? 66 Gold, also gar nichts. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir auch, das gefällt mir auch. Das gefällt mir auch. Oh, ich gebe mal Arthurs Schwert ab, das, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Ding. Ja, aber Ketzer brauche ich eigentlich auch nicht. So. Amulett der Macht, das bräuchte ich eigentlich auch nicht. Aber ich sollte auch ein bisschen mehr von diesem Zeug hier verkaufen. Oh, geil. Dass wir überhaupt auf solche Werte kommen. Das ist krass. Ich glaube kaum, dass ach genau, da fehlt mir noch ein Elixier der Stärke, aber ich wollte was du brauchst. 3 Schnaps. 5 Seraphis, 5 Vialis, eine treue Kirche. Wie viel Reichschnaps haben wir denn? Oh Mann, was mache ich da eigentlich? Haben wir denn Flaschen? 5. Da oben habe ich noch einen Alchemietisch gesehen. Aber andererseits, nee, ich wollte jetzt... Alter, was war das denn gerade, ey? Ist gerade wieder Fenstermoos gesprungen. Aber gut, dass er jetzt schon wieder aufnimmt. Da musste ich gar nichts tun. Lass uns lieber über... Was? Wegen meinem Seelenheil will ich hier... Aber behalt's für dich, muss nicht jeder... Wirst du mich verstehen. Ich höre nicht mehr. So, ich habe keinen Reisschnaps mehr. Aber behalt's... Aber ich habe noch 30 Lernpunkte zu vergeben. Einfach mal für Stärke. Aber halt's für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. Kannst du mir etwas beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Korrekt. Manche lernen eben gar nichts dazu. Lass uns lieber so was aufpassen, was wir immer sehen. Also es ist nun wirklich nicht mein Problem. Du kannst schon. Lass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben so. Komm, man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Wow. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Was sagt der Schmied? Was hast du? Was? Gibt es bei dir Rüstungen? Das wirf einfach einen Blick auf meine Waren. Wenn jetzt... Okay. Jetzt auf einmal schwere Templerrüstung. Was? Gibt es bei dir Rüstungen? Wirf einfach einen Blick auf meine Waren. Ach, ich wollte dir das machen. Kann ich bei dir etwas kaufen? Schau doch im Angebot, ob... Lass uns lieber über was anderes reden. 500 Silber.
Wow, 110. Ich will über was anderes reden. Geil. Ich bin richtig zufrieden. Gefällt mir. Muss ich echt sagen. Ich glaube kaum, dass ich... Ich dachte, dass wir... Was ich jetzt noch machen könnte, bis zum nächsten Morgen. Einfach mal nochmal durch die Gegend ziehen. Schließlich müssen Erfahrungspunkte auch sein. Oder meint sie nicht? Ach, jetzt habe ich den Burggraben nicht geklärt, ne? Wölfe! Was das meine ich? Boah, ich schwitze hier. Man ist abgekühlt, so einigermaßen, aber... Ach, seufz. Mir ist ja selbst im Tanktop noch zu warm, hör mal. Das sind zwei Blutspunkte. Mag wie klar. Ja gut, was auch sonst, ne? Ich hab noch was vergessen, fällt mir ein. Oh. Beim Magier. Beim Magler! Weil was ich jetzt mal machen kann, ist hier die Mana-Tränke, wäre cool, wenn ich jetzt mal reinpfeffere. Und die Lebenstränke. Die anderen hebe ich auf. Den nicht. Na, was speichert denn? Ach, hab ich ganz vergessen. Ich habe ein bisschen Lebenregeneration. Sei sie auch noch so gering. Okay. Ein Ork ist hier schon mal nicht. Hier zwei Goblins. Gerade wo noch Robin hier war, habe ich noch ein bisschen WoW gespielt. Ich habe da jetzt noch mal ein bisschen was dann Zeit draufgeladen, quasi. Da ist kein Varan respawned, okay. Ja, aber... Auf die Hoffnung war es auch nicht zu langweilig, hoffe ich mal. Das Ding ist... Ich hatte einen Zwergencharakter, mit dem bin ich ein bisschen rummarschiert. Zombie haben wir hier. Ja, ich mache irgendwie gar keinen Schaden in den. Warte, dann anders. Pack den Zauber aus. Muss zugehen. Hier haben wir eine Truhe. Was möge sich darin befinden? Ach, Schloss sieht sehr kompliziert aus. Egal. Zombie gekillt. Aber ich habe jetzt immer noch was.